So, Ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung an. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass hier jeder meine Geheimnisse rumtratscht. Wogegen rebelliert ihr denn? Gegen die Unterdrückung durch den Organon natürlich. Tod dem Organon! Was hat dir der Organon denn getan? Er unterdrückt mich mit seiner ständigen Unterdrückung. Das macht mich rasend. Ja, das macht natürlich Sinn. Das macht voll Sinn. Ich verstehe langsam, worum es sich bei dieser Widerstandsbewegung handelt. Das macht wirklich Sinn. Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts. Doch, natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne, wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Manchmal sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon. So passiv sind wir. Wow, der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt. Alter Falter. Lass mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Ah, okay. Mal wieder. Mach das. Ah, okay, dann können wir jetzt mal auf Toilette gehen. Gehen wir mal dahin. Mal schauen, was war da. Das wollte ich ja schon mal wissen. Ich will da rein. Verschlossen. Ach so, ja, natürlich. Ist es hier drin gerade kälter geworden? Alter! Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur... Ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Hier steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden es nicht verstehen. Eieiei, was ging denn da ab auf dieser Toilette? Was ging da zum Teufel ab? Alter Falter, du kannst ja doch nett sein, was ist mit dir? Entschuldigung? Was willst du denn? Ich finde, mir steht eine Entschuldigung zu. Inwiefern? Naja, wegen des Überfalls auf offener Straße. Hör mal, Bursche. Ich bin Mitglied des unorganisierten Verbrechens. Und das gibt euch das Recht, unschuldige Passanten am helllichten Tag zu überfallen. That's the way we roll. Cool. Alter Walter, also hier geht's ab, hier geht's richtig ab. Im Übrigen, sag mal, Das unorganisierte Verbrechen, was ist denn das so? Wir sind wie eine kriminelle Organisation. Nur eben ohne den organisatorischen Teil. Im Übrigen... Kann man bei euch einsteigen? Unglaublich unorganisiert bin ich schon mal. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Naja, also... Ich bin ein begabter Bastler. So? Woran bastelst du denn? An Stromumkehrern, Fluchtmaschinen, einem Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ich bin unverwüstlich. Ich kann von einem 2 Meilen hohen Turm in einen Nadelhaufen fallen, ohne Schaden zu nehmen. Toll. Kannst du auch Bälle auf deiner Nase jonglieren? Na, hör mal. Ich bin ein draufgängerischer Abenteurer und kein Zirkus-Ozelot. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Naja, aber...
Ich bin unglaublich lässig. Wie lässig genau? Ich bin dermaßen laid back, ja? Dass mein Hinterkopf, ja? Schon am Boden schuppert, ja? Kram, du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Aber dafür... Ich bin ein guter Zuhörer. Ach ja, das finde ich interessant. Man nennt mich auch das Ohr. Ich habe da nämlich diese Geschichte, die ich schon lange jemandem... Adlerohr, Herr der Schallwellen. Aber meine Geschichte... Er lauscht seine Gegner in Grund und Boden. Vergiss es. Entschuldigung, hast du was gesagt? Alter. Ich bin wohl verwegen genug. Bist du nicht? 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 Nee, okay, das war's jetzt. Also, wie kann ich dir beweisen, dass ich verwegen genug bin? Da müsstest du schon was wirklich Verwegenes tun. Die Katze von der Donner rasiert zum Beispiel. Wenn's weiter nichts ist? Das sollte kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Niemals würde irgendwer, der noch bei Verstand ist, etwas so Verwegenes tun. Ich bin ja auch nicht irgendwer, der noch bei, versuch nicht, mich aufzuhalten. Wer zum Teufel ist eigentlich Donner? Ja. Donner. Also manche ticken hier irgendwie nicht ganz richtig. Naja, gut, da passt Rufus sehr gut rein. Im Übrigen muss ich jetzt mal wirklich feststellen, dass mit dieser Musik auf die Nüsse geht. Alter Falter. Na gut, ich werde schon bald bei euch mitmachen. Du wirst schon sehen. Verzieh dich. Gut, ach so. Was sagt denn der Organon zu eurer Vereinigung? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt, Bursche. Der Organon hat hier nichts zu melden. Auch nicht der Beamte, der da hinter dir steht? Was? Haha, sehr lustig. Fand ich auch. Alter Falter, ey. Wo ist dein Kumpel? Wink, der bewacht den geheimen Unterschlupf. Eigentlich ist er vollkommen ungeeignet. Auf dem rechten Auge blind wie eine Natter. Dabei ist doch das rechte Auge das wichtige Auge. Wer sagt denn sowas? Meine Mutti. Wieso? Ja, wenn die Mutti das sagt, dann ist ja ganz klar. Ach so, sag mal, Spielst du auch dieses Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel? Klar, leider habe ich heute meine Turnierfinger im Unterschlupf vergessen. Ah, okay, jetzt wissen wir zumindest... Ich komme auf dich zurück. Was auch immer. Ah, jetzt wissen wir zumindest, wo der Unterschlupf ist. Naja, gut. Gut, wir müssen jetzt erstmal irgendwie dieser Widerstandsbewegung Tod dem Organon beitreten. Und wir müssen... Dings hier... romantisch essen. Und... Ach so, ich wollte ja mal, ich wollte noch mal gucken, was man bei der dritten machen muss. Das ist bei der anderen. Müssen wir mal gucken, das müssen wir, was macht denn der? Lady Goal, Krawall Goal, so. Dumm. Hä? Was zum... Alles in Ordnung? Ja, super. Ich nehme dasselbe nochmal. Ja, wir müssen auf jeden Fall rausfinden, was wir mit ihr jetzt machen sollen, beziehungsweise wie wir sie überzeugen können. Hä? Du, was willst du? Was? Hey, Baby. Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Ich wickel dich doch im Schlaf um den Finger. Wenn du nicht aufpasst, wickel ich dir bald was im Schlaf um die Luftröhre. Siehst du? Ich hab noch nicht mal angefangen und schon hast du gemeinsame Bettfantasien. Oh. Alter Falter. Ah. Du bist echt ziemlich lässig. Wir passen zusammen. Träum weiter, Schlaffi. Im Übrigen weiß ich ganz genau. Dein Mund sagt nein, aber deine Augen sagen ja. Willst du auch noch hören, was meine Faust sagt? Na, vielleicht erstmal nicht.
Du, sag mal! Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ja, verdammt. Ach ja, wahrscheinlich schon, ne? Hey! Schau mir in die Augen, Kleines. Wer ist hier klein, du Zwerg? Ach ja? Wen nennst du hier Zwerg, du Lulatsch? Ach ja? Wen nennst du hier Lulatsch, du Ratte? Ach ja? Wen nennst du hier Ratte, du? Hey, keinen Ärger in meiner Bar, verstanden? Sag mal. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Im Augenblick kämpfe ich dagegen an, einzuschlafen, so müde wie deine Sprüche sind. Mhm. Sag Bescheid, wenn ich dich ins Bett bringen soll. Möp. Und wieder eine Niete. Versuch deinen Macho-Mist bei jemand anderem. Würde dich das eifersüchtig machen? Abgang, jetzt. Du wirst schon noch weich werden. So weich wie deine Birne oder eher wie deine Arme? Wie beides zusammen, Baby. Oh. Ja, ich hab keine Ahnung. Aber das finden wir schon raus. Ich bin gleich zurück. Keine Drohung, bitte. Das finden wir schon raus, würde ich sagen. Gut. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir gehen. Wir gehen. Denn weil wir gehen, dann gehen wir. Ach so, hier oben ist doch der Bimmelim jetzt hier. Komm auf. Los, geh schneller, Rufus. Huch? Hallo? Hallo? Hey du, was schleichst du hier rum? Meinst du etwa mich? Natürlich meine ich dich. Oder hast du noch einen unsichtbaren Kumpel dabei? Ha, wenn ich einen Kumpel dabei hätte, wäre der bestimmt nicht halb so unsichtbar wie ich. Denn ich bewege mich unauffällig wie ein Ninja. Hi-ja! Von wegen, bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Ha, was ein echter Ninja ist, der braucht doch keine Gadgets. Ich kann mich jederzeit mittels meiner geheimen Stealth-Kräfte in Luft auflösen. Dann tu das bitte. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Verstanden? Aha, aha, aha. Also müssen wir uns irgendwie unsichtbar machen. Aus Gilligans Laden hier. Na komm. Komm schon. Fortox Werkstatt. Ach, weißt du was? Wir benutzen jetzt mal ganz spontan die Karte. Ja, ich benutze die Karte. Ne, wollte ich nur mal sagen. Ich benutze die Karte. Wo gehen wir denn hin? Klein Venedig, wo ist denn dieser blöde, Dings hier? Hä, wo ist denn? Ach, da. Dann gehen wir mal in den Laden. Hallo? Lass doch mal den Mann raus! Ich muss zugeben, dieser Kundenbetreuungsbot macht seine Arbeit gar nicht schlecht. Ich frage mich trotzdem, wo der Besitzer des Ladens abgeblieben ist. Ah ja, dann ist das da oben wohl der Besitzer. Na gut, okay, Herzlich willkommen in Gilligans Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Sag mal... Was verkaufst du hier denn so? In Gilligans Gadget Garten finden Sie die unglaublichsten Apparaturen auf ganz Deponia. Gucken Sie sich ruhig um. Probieren Sie gerne ein paar Gerätschaften aus. Aber bitte denken Sie daran, die Ware wieder zurückzulegen, bevor Sie den Laden verlassen. Natürlich. Was denkst du denn von mir? Meine CPU hat eine 86%ige Wahrscheinlichkeit eines versuchten Ladendiebstahls errechnet. Was? Das ist doch eine Frechheit. Auf welcher Basis denn? Anhand mehrerer Faktoren. So wie Sie rumlaufen, zum Beispiel.
Ja, der hat eine sehr gute Menschenkenntnis, würde ich sagen. Ein guter Roboter, ein sehr, sehr guter Roboter. Lass den Mann da raus! Das ist wahrscheinlich Gilligan hier. Lass den Mann raus. Bist du ein Roboter? Der Gadget hier hat mich gebaut, um ihm im Laden zu helfen. Ein geschickter Schachzug von ihm. Wo ist er jetzt? Diese Information ist irrelevant. Ich bin vollkommen autark. Verstehe. Wo kann der Gadget hier nur sein? Wir wissen es nicht. Wir suchen ihn bereits seit Monaten. Wir? Ja, wir machen uns große Sorgen. Seine Frau und ich. Seine Frau und ich. Ich habe Angst. Der Gadget hier ist also verheiratet. Ja, Camilla ist eine wunderbare Frau. Ich bin täglich bei ihr und leiste ihr Beistand. Es muss eine harte Zeit für sie sein. Sie sollte nicht um einen Mann trauern, der sie im Stich lässt. Sie muss auch nach vorne blicken. Alter, was ist, geht denn hier ab? Alter, das gibt's ja gar nicht. Das nimmt hier Zustände an. Menschen sind so unzuverlässig, nicht wahr? Das sage ich, Camilla, seit Monaten. Mittlerweile gibt sie mir recht. Roboter sind so viel zuverlässiger, sagt sie. So ein elender Dreckshund. Sag mal. Warum ist der Sockel dort leer? Er ist nicht leer. Was Sie dort nicht sehen, ist der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Das mächtigste Gadget Deponias. Ah, okay. Goldener Drache der Unsichtbarkeit? Es ist schwer zu glauben, aber er ist da. Ein schönes Gerät. Reich verziert. Und seine Kräfte sind unvorstellbar. Aber wagen Sie es ja nicht, ihn anzufassen. Ich glaube, ich kann mich gerade noch zurückhalten. Gut. Ah ja, also nein, ich würde das Ding niemals anfassen. Guckt euch das doch mal an. Dieser, es ist so schön verziert, es ist wirklich schön verziert, da hat er wirklich recht. Alleine, wenn man hier mal guckt, alter Falter, wirklich geil. Oder hier, oh, wunderschön, ein Träumchen, sage ich nur. Ah, wenn wir das hätten, aber wir haben leider kein Geld dafür. Naja, gut. Ich bin dann mal wieder weg. Beehren Sie uns bald wieder. So, naja, gut. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann natürlich hier direkt mal um. Und, och man, der tut mir voll leid. Das ist ein sehr barbarischer zweiter Teil. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ne? Lass den Mann da raus! Ich muss zugeben, dieser Kundenbetreuungsbot macht seine Arbeit gar nicht schlecht. Ich frage mich trotzdem, wo der Besitzer des Ladens abgeblieben ist. Sag mal, ist Rufus blind oder? Kauft dir mal eine Brille, da oben ist eine Brille. Kauft dir mal was? Achso, gucken wir dann in der nächsten Folge. Gut. Jetzt geht der raus. Naja, gut. Egal, dann machen wir die Verabschiedung hier. Ja, wie gesagt, ich bin ja derzeit im Urlaub, aber ich werde trotzdem natürlich zwischendurch auch mal auf Facebook unter Kainton was posten und werde mich aus meinem Urlaub melden. Im Übrigen habe ich mit dem Kai ja auch noch so ein paar Sachen vor, weil ich gehe ihn ja auch besuchen, denn er wohnt zufällig auch in der gleichen Stadt. Und wir haben auch ein paar Sachen vor, deswegen wäre es natürlich ganz gut, wenn ihr natürlich auch mal auf Facebook schaut, denn da gibt es dann alle nötigen Informationen. Und ich wünsche natürlich allen, die ebenfalls in den Urlaub fahren, einen wunderschönen Urlaub. Vielleicht sind sie ja schon wieder zurück. Ich werde Anfang September wieder da sein, wieder frisch und erholt. Und gut, ich würde sagen, wir machen hier jetzt auch an dieser Stelle einfach einen kleinen Cut. Und sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Dann gucken wir uns im Laden um. Und
Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche einen wunderschönen Tag und gehabt euch wohl, liebe Freunde.